Wenn es dein Ziel ist, einen ästhetischen und muskulösen Körper zu haben, kommst du an dem Thema Ernährung nicht vorbei. Du kannst stundenlang trainieren, Tonnen von Gewichten bewegen und so weiter. Wenn du deine Ernährung nicht im Griff hast, werden all diese Stunden im Training umsonst sein. Als ich vor 10 Jahren neu in der Welt von Training, Ernährung, Muskelaufbau und so weiter war, hatte ich ehrlich gesagt gar keinen Plan, was ich essen soll. Dementsprechend langsam war am Anfang auch mein Progress. Der krasse Fortschritt kam, als ich verstanden habe, welche wichtige Rolle Ernährung spielt. Heute möchte ich dir zeigen, wie ein typischer Tag in meiner Ernährung aussieht und wieso ich esse, was ich esse. Ich werde dir in dem Video auch immer mal wieder sagen, welche Learnings ich in diesen 10 Jahren bekommen habe und wie du davon profitieren kannst. Ganz kurz vorab, ich versuche, so gut es geht, Fleisch und Milchprodukte zu vermeiden. Das kann man machen, musst du aber natürlich nicht genauso machen. Bei mir hat der Tag um 5.30 Uhr gestartet, da hat mein Wecker geklingelt und ich bin aufgestanden. Und was mir morgens auf jeden Fall immer voll hilft, wirklich wach zu werden, kann ich euch auch nur empfehlen, ist wirklich Bewegung. 3 Minuten. Hampelmänner, ihr seid direkt wach, dann einmal frisch machen und dann schon meine erste Routine am Morgen immer einen halben Liter Wasser trinken. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Über Nacht trinkst du logischerweise gar nichts. Da macht es halt absolut Sinn, sich morgens einmal wieder aufzufüllen und zu hydrieren. Dann habe ich auch schon mein Essen für die Arbeit vorbereitet. Was genau das sein wird, siehst du später im Video noch. Aber auch hier nochmal was du unbedingt mitnehmen solltest. Und zwar bereite dir dein Essen einfach vor. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei der Arbeit zu stehen und am Ende irgendwie zum Bäcker oder so zu gehen, weil du halt nichts dabei hast. Dann ging es auch mit dem Fahrrad ab zur Arbeit, wo um 6:30 Uhr circa der erste Kaffee verhaftet wurde. Ich arbeite als Personal Trainer in einem Gym und dort ist es so gewesen an dem Tag, dass ich zwischen 7 und 10 Uhr durchgehend Termine hatte. Deswegen habe ich da halt nicht mehr gegessen als eine Banane. Aber um 10.30 Uhr gab es dann endlich das erste wohlverdiente Meal. Und das ist eigentlich das Meal, was ich wirklich jeden Morgen esse. Und zwar Overnight Oats, also 130 Gramm Haferflocken, 20 Gramm Leinsamen, Vegan Protein, Proteinpulver von ESN, Dark Cookie, bester Geschmack. Bei ESN könnt ihr mit meinem Code AMO immer maximal sparen und mich supporten. Ich küsse euer Herz dafür. In die Overnight Oats kommen dann nochmal so ein Esslöffel Leinöl, nochmal ein paar Beeren und Zimt drüber. Und auch hier wieder das nächste Learning. Eigne dir an, einfach immer regelmäßig die gleichen Sachen zu essen. Also Routine in der Ernährung ist wirklich ein krasser Gamechanger, weil es dir Zeit spart und weil du halt immer wieder Sachen isst, bei denen du weißt, okay, die funktionieren gut für mich. Ich esse aktuell so 3500 Kalorien. Das tracke ich zwar nicht, aber ich kriege das intuitiv eigentlich immer sehr gut hin, dass ich mich so in dem Rahmen bewege. Das ist für mich ein leichter Überschuss, das heißt, ich baue damit noch Muskulatur auf, werde aber nicht zu schnell fett. Das würde ich dir für einen Überschuss auch empfehlen, dass du wirklich nicht zu sehr übertreibst und am Ende einen Großteil Fett aufbaust und gar nicht mehr so viel Muskeln. Diese 3500 Kalorien sind natürlich mein Wert. Dein Wert kann natürlich ein völlig anderer sein. Das heißt, wenn du Sachen hier aus dem Video mitnimmst, dann passt das unbedingt auf deine Situation an. Weil ich auch immer häufig gefragt werde, wie viel Eiweiß ich so esse, dazu erzähle ich später im Video nochmal mehr. Der Tag ging dann bei mir so weiter und nach 3 Stunden und gefühlten 27 Kaffee gab es dann bei mir Mittagessen. Ich zieh mir jetzt Vollkorn Nudeln mit so einer Sojabolognese rein und Kidneybohnen, weil diese Sojabolognese, die haben wir gestern Abend gegessen, da ist noch was von übrig geblieben. Ansonsten, was ich auch sehr, sehr oft bei der Arbeit mache, ist, dass ich mir einfach Nudeln mit Kidneybohnen und so einer Tomatensauce reinziehe. Geht super schnell, geht super easy. Und das Gute ist, die Aminosäureprofile der Kidneybohnen, also Hülsenfrüchte und Nudeln, also Getreide, ergänzen sich auch ganz gut. Das heißt, dadurch habt ihr auch nochmal ein ganz gutes Aminosäureprofil. Und jetzt hier mit dem Soja sowieso noch dazu, ist sowieso top, weil Soja auch einigermaßen vollständiges Aminosäureprofil hat. Das geht jetzt rein, das sind so gute 250 Gramm Nudeln und dann geht es nachher ins Training. So gute 1,5 Stunden nach meinem Mittagessen um 15.30 Uhr circa ging es dann ins Pull-Training. Vor dem Training habe ich nochmal 3 Datteln gegessen, das mache ich eigentlich immer, damit ich im Training nochmal wirklich ordentlich Dampf habe. Und im Training selber gab es dann Aminosäuren, also ERAs. ERAs trinke ich im Training immer ganz gerne, muss man nicht unbedingt machen, kann aber Sinn machen. Aminosäuren sind ja die Bestandteile von Eiweiß und deswegen hat der Körper ERAs eben schneller zur Verfügung, weil er nicht erst das Eiweiß, wie bei einem Whey zum Beispiel, aufspalten muss zu Aminosäuren, die er dann verwenden kann, sondern direkt die Aminosäuren hat. Nach dem Training war ich dann so um 17.30 Uhr zu Hause. Da musste ich natürlich erstmal meine Katze kraulen, weil die hat mich den ganzen Tag nicht gesehen und die war schon ein bisschen mad. Dann ging es auch direkt in die Küche. Ich habe mein Essen vorbereitet für den Abend. Nachdem ich mich dann auch einfach noch ein bisschen frisch gemacht habe und so ein bisschen gechillt habe, ging es dann um circa 19.30 Uhr ans Abendessen. Dabei habe ich nochmal ein bisschen Videos geschnitten und mein Abendessen war Naturreis mit Gemüse, Kidneybohnen und Eiern und Sojasauce. Auch ein Meal, was ich einfach super oft und regelmäßig esse und was für mich gut funktioniert. Das Abendessen war jetzt ja schon um 19.30 Uhr, relativ früh eigentlich. Manchmal esse ich auch erst um 23 Uhr, 23.30 Uhr, je nachdem wie mein Tag war. Am Ende gab es auf dem Sofa nochmal ein paar Snacks und die zeige ich euch jetzt. Ganz wichtig natürlich auch meine Subs.
Omega-3, Ashwagandha und nochmal Vitamin D. Und dann nochmal 40 Gramm Nüsse, schon so eine Schale Beeren, ganz wichtig für die Antioxidantien und Vitamine und so weiter. Ein Stück Ingwer, das knall ich auch noch rein, Entzündungshemd. Nochmal so ein paar Snacks, hier dunkle Schokolade, ne? Dunkle Schokolade, mega geil. Das war eigentlich auch schon mein kompletter Full Day of Eating. So sieht bei mir eigentlich so ziemlich jeder Tag aus. Und so funktioniert es für mich sehr gut. Nochmal ganz kurz zum Thema Eiweiß. Ich esse immer so zwischen 150 und 160 Gramm Eiweiß am Tag. Das ist bei meinem Körpergewicht von ca. 87 Kilo so 1,5 bis 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist doch eigentlich eine Range, die für die allermeisten Leute wirklich ausreicht. Klar, wenn ihr jetzt in einer krassen Diät seid und irgendwie ein riesen Kaloriendefizit habt, macht es auch Sinn, mehr Eiweiß zu essen, um wirklich die Muskulatur zu erhalten. Aber für die allermeisten sind 1,5 Gramm wirklich ein guter Spot. Darunter könnt ihr auch noch Muskulatur aufbauen, klar, aber halt bedeutend schlechter, als wenn ihr wirklich diese 1,5 Gramm reinholt. Alles darüber ist dann am Ende auch nicht mehr so viel mehr Benefit. Das heißt, mit 2 Gramm baust du noch ein bisschen besser Muskulatur auf als mit 1,8, aber am Ende ist es auch nicht richtig relevant. An der Stelle würde ich versuchen, peil irgendwas zwischen 1,5 und 1,8 Gramm an und damit bist du fein. Ähnlich wie beim Mahlzeiten-Timing. Auch Protein-Timing wirklich komplett überbewertet. Das heißt, am Ende zählt wirklich, wie viel Eiweiß du am Tag isst. Ob du das jetzt auf 5 verschiedene Mahlzeiten aufsplittest oder einmal 50 Gramm isst oder so, das ist nicht so mega wichtig. Auf meinem Kanal geht es regelmäßig um die Themen Krafttraining, Ernährung, Muskelaufbau und so weiter. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, dann abonniere mich gerne und verpasse keine Videos mehr. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.